Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die In-In-Out-Bilanz aus dem November und ich habe mich mit ganz lieben anderen YouTuberinnen zusammengetan und wir wollten euch das Konzept der In-Out-Bilanz vom Jahreswechsel mal ein bisschen näher bringen. Ihr könnt sehr gerne noch bei den anderen vorbeischauen. Mitgemacht haben Valentina vom Kanal Minimal Frugal, Fina vom Kanal Kunterbunt und Klitzeklein, Laura vom Kanal Herzallerliebst und Linda vom Kanal Finanzielle Freiheit in 5 Jahren. Ich verlinke euch all die Mädels unten und wir würden uns natürlich alle freuen, wenn ihr auch bei den anderen vorbeischaut. Okay, erstmal überhaupt, was ist eine In-N-Out-Bilanz? Es ist ein ganz tolles Tool, das einem dabei hilft, ein minimalistischeres Leben zu führen, denn es gibt einem eine ganz klare Übersicht darüber, wie viele Gegenstände in einem Monat ein- oder ausgezogen sind. Das Ganze kann man natürlich auch auf Wochenbasis machen, wenn es am Anfang zu krass ist. Und man zum Beispiel gerade angefangen hat mit Aussortieren, weil dann verlassen ja sehr, sehr viele Gegenstände den Haushalt und es wäre sehr aufwendig, das erst am Ende des Monats alles zu erfassen. Ich persönlich schreibe das Ganze einfach in mein Notizbuch. Immer wenn ich was kaufe, schreibe ich es auf und immer wenn ich was aussortiere, schreibe ich es auch auf. Und am Ende des Monats rechne ich dann aus, wie viele Gegenstände sind eingezogen, wie viele Gegenstände sind ausgezogen und idealerweise, wenn man sich verkleinern will, dann ist natürlich die Anzahl der Gegenstände, die ausgezogen sind, größer als die Anzahl der Gegenstände, die eingezogen sind. Ich befinde mich gerade im Moment allerdings in einer sehr speziellen Situation. Ich bin vor einigen Monaten ausgewandert und wir sind gerade dabei, eine Wohnung neu einzurichten. Beziehungsweise wir sind schon eigentlich so gut wie fertig, aber so ein paar Details, die das Wohnen wohnlicher, gemütlicher machen, fehlen natürlich noch. Deswegen ziehen bei mir gerade eher mehr Gegenstände ein als aus. Aber ich habe diesen Monat auch schon aussortiert und damit das Video nicht zu lang wird, habe ich das in ein extra anderes Video gepackt. Das verlinke ich euch mal hier oben. Das könnt ihr gerne anschauen, wenn es euch interessiert. Da habe ich mit euch zusammen die komplette Wohnung aussortiert. Und am Ende dieses Videos verrate ich euch natürlich auch, wie viele Gegenstände gehen mussten. Denn wir wollen natürlich wissen, wie viel unterm Strich dann übrig geblieben ist, ob mehr ein- oder ausgezogen ist. Das heißt, in diesem Video heute beziehe ich mich mehr auf die Sachen, die eingezogen sind. Ich verlinke euch auch nochmal in der Endcard am Ende des Videos das Video mit dem Aussortieren im November. Dann könnt ihr das im Anschluss direkt anschauen, wenn ihr möchtet. So, dann kommen wir aber mal zur Sache. Wir waren diesen Monat einmal bei IKEA und da sind ein paar Sachen eingezogen. Das habe ich auch direkt gefilmt und das blende ich euch jetzt mal ein. Und danach sehen wir uns gleich hier wieder und ich zeige euch, was hier in diesem Zimmer außerdem noch eingezogen ist. Hallihallo, wir kommen gerade zurück von einem Shopping-Spree bei IKEA. Uns haben ein paar Sachen gefehlt für den Besuch unserer Schwiegereltern und auch sonst im Haushalt hat mir noch ein bisschen was gefehlt und vielleicht habe ich zwei, drei Sachen mitgenommen, die nicht unbedingt auf der Einkaufsliste standen und ich zeige euch jetzt mal, was wir mit nach Hause gebracht haben. Zuallererst mal noch im Schrank original verpackt, verstaut, bis meine Schwiegereltern dann tatsächlich kommen. Zwei Bettdecken mit Größe 1,5 ist das in Chile, die haben hier andere Maße. Und zwei Kissen, damit meine Schwiegereltern auch ein vernünftiges Kopfkissen haben und alle, die uns danach besuchen können. Also können wir jetzt quasi zwei Personen hosten. Und weil wir bisher nur einen Bettbezug hatten, der auch gerade in der Wäsche ist, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt nochmal Bettbezug gekauft und hier ist jeweils nur eins drin. Das heißt zwei Packungen, weil zwei Decken und zwei Kissen. Das heißt, wir haben jetzt quasi zwei komplette Sets und vier Personen können jetzt hier in der Wohnung gemütlich schlafen mit Bettwäsche. Ich war von Anfang an nicht der größte Fan von den Vorhängen, die wir hier im Schlafzimmer haben. Ehrlich gesagt finde ich die sogar ziemlich gruselig und die sind außerdem auch sehr dreckig, aber ich habe mir natürlich nicht die Mühe gemacht, die zu waschen, weil das nicht unsere eigenen sind. Der Vorteil ist, dass wir Vorhangstangen an der Decke haben. Das heißt, ich werde die jetzt endlich mal ersetzen. Ich hatte vorher keine Lust, in irgendeinem chilenischen Laden mir welche anfertigen zu lassen. Und bei IKEA war das halbwegs easy. Ich hoffe, dass das von der Länge her halbwegs hinkommt und dass ich die nicht kürzen muss von IKEA. Jedenfalls will ich die unbedingt ersetzen, weil die sind einfach so gar nicht mein Geschmack. Ich meine, über Geschmack lässt sich streiten, aber ja, ich finde, die geben dem Zimmer nicht wirklich was. Vor allen Dingen haben die eigentlich auch diese wunderschönen Griffe hier. Also ja, ich bin echt kein Fan. Und diese Vorhänge wurden schon wahrscheinlich von so vielen Leuten angefasst. Oh, ich will es gar nicht wissen. Das heißt, ich bin froh, wenn die runterkommen und habe neue Vorhänge gekauft. Beziehungsweise einen neuen Vorhang. Und der sieht so aus. Hier könnt ihr den Namen sehen. Und zwar in so einem grau melierten Ton. Und das Gute fand ich, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt,
wie man den aufhängen kann. Das heißt, ich kann auch hoffentlich diese Haken wiederverwenden, die jetzt gerade da oben in Benutzung sind, und den damit direkt aufhängen, ohne dass ich großartige Änderungen vornehmen muss. Drückt mir die Daumen, dass das so klappt, wie ich mir das vorgenommen habe. Okay, dann haben wir noch einen Haufen typische IKEA-Verpackungen. Zum ersten Mal haben wir hier eine Salatschüssel aus Glas und die wird jetzt sofort abgespült. Die werden wir jetzt nämlich direkt benutzen. Mein Mann steht schon in der Küche und bereitet vor und das ist das, was er jetzt braucht. Dann habe ich endlich bezahlbare Ordnungskisten gefunden und die möchte ich benutzen für das Chaos hier in meinem Büroschrank, wo alles so ein bisschen kreuz und quer liegt und in Taschen und bla bla bla, und das möchte ich auf jeden Fall ein bisschen besser ordnen. Und da haben wir eine große, die quasi alles umfasst, und dann ein paar kleine. Dann haben wir einmal die Lampe Fitja gekauft und die ist gedacht für den Flur hier, weil es recht dunkel ist. Und zwar soll die hier stehen und ich blende euch gleich mal ein, wie das Ganze dann aufgebaut aussieht. So, hier haben wir die neue Lampe aufgebaut. Ich finde, es sieht super aus. Richtig schön. Und hier seht ihr auch den Korb nochmal in Aktion. Mit der Pflanze drin quasi, für die es gedacht war. Genau, und wenn ich jetzt hier stehe, habe ich auch besseres Licht. Jetzt gerade ist es tatsächlich nicht so geil, weil von hinten so viel kommt. Aber sieht super aus. War jetzt auch nicht so wild, das aufzubauen tatsächlich. Dann haben wir eine künstliche Pflanze, die sich, denke ich, hier ganz gut macht. Vielleicht stelle ich die noch woanders hin. Mal schauen. Wo wir gerade von Pflanzen sprechen, wir haben ja auch ein paar echte. Und dafür habe ich jetzt mal eine Gießkanne gekauft. Und das ist so die klassische IKEA-Gießkanne. Und dann habe ich nach langer Suche jetzt endlich nochmal Sachen für die Küche gefunden. Und zwar erstmal diese Dinger habe ich ewig gesucht. Ich wollte unbedingt welche aus Metall haben, weil ich finde, dass die langlebiger sind. Und sonst in den anderen chilenischen Läden habe ich immer nur welche aus Plastik gefunden. Außerdem habe ich jetzt nochmal aufgestockt an Geschirrtüchern. Da haben wir nämlich bisher 3 Stück gehabt und die haben immer nicht gereicht. Vor allen Dingen, weil ich so viele Glasflächen und Spiegel habe, die ich immer putze. Und dann habe ich immer Zewa zum Abtrocknen benutzt, aber das ist natürlich nicht sehr umweltfreundlich und besser mit solchen Tüchern. Deswegen habe ich da jetzt nochmal welche gekauft. Dann habe ich jetzt nach langem Hin und Her überlegen mal so ein Ding gekauft. Wir haben ja nur eine Carmex und ja, irgendwie finde ich es ganz nett, wenn man aufgeschäumte Milch hat, aber wir hatten immer nichts und ja, im Endeffekt habe ich mich jetzt dazu durchgerungen, doch mal so ein Ding zu holen, weil es nimmt relativ wenig Platz weg und damit haben wir dann eigentlich zusammen mit der Carmex fast das gleiche wie mit einer richtigen Kaffeemaschine, aber halt viel platzsparender und viel, viel günstiger. Und weil es uns auf lange Sicht gefehlt hat, haben wir jetzt nochmal eine Tupperbox gekauft, die auch spülmaschinenfest ist und die wir auch einfrieren können, weil wir da noch nicht so gut ausgestattet sind. Ich glaube, wir haben 4 oder 5 Stück bisher gehabt und manchmal waren alle in Benutzung und wir hatten keine mehr übrig. Deswegen haben wir jetzt nochmal eine geholt. Und zu guter Letzt 2 Sachen, die nicht auf der Wunschliste standen, die wir aber trotzdem mitgenommen haben, sind 2 künstliche Teelichter für die Terrasse oben oder für mein Büro, wenn ich schmusig haben will. Und so sehen die dann aus. So, nochmal zu Demonstrationszwecken. So sehen die 2 aus, also richtig süß. Und wir hatten ja letzte Woche 2-mal einen Stromausfall. Das heißt, auch dafür sind wir jetzt tatsächlich gerüstet. So, ich habe mir außerdem noch 2 Sachen bei Decathlon gekauft, die auf meiner Einkaufsliste standen, weil sie mir gefehlt haben. Zum einen hat mir eine größere Wasserflasche gefehlt, die ich in den Geschirrspüler packen kann, beziehungsweise die ich vernünftig sauber machen kann. Ich habe bisher im Fitnessstudio immer also wieder aufgefüllte Plastikflaschen sozusagen benutzt, also Wasserflaschen aus dem Supermarkt. Aber das Problem ist, die werden ja irgendwann gammelig und eigentlich will ich sowieso keine Wasserflaschen haben. Und ja, ist nicht so ganz die ideale Lösung. Und jetzt habe ich diese Flasche hier gefunden. Die ist ausspülbar und von der Marke, ja, die ist, glaube ich, direkt von Decathlon. Ich hatte eigentlich im Kopf eine Flasche von Nalgene. Die Marke kennt ihr vielleicht, die hatte ich in Deutschland schon mal. Aber diese Marke gibt es hier in Chile nicht, deswegen musste ich mit dem vorlieb geben, was es gibt. Und das Coole an dieser Flasche ist der Verschluss. Den kann man nämlich, also den schiebt man hoch und dann drückt man unten drauf. Und dann hat man hier so eine Trinköffnung, die relativ nice ist. Und trotzdem kann man die selbstverständlich aufschrauben und eben vernünftig sauber machen und vernünftig unter den Wasserhahn halten.
Und sie hat eben auch eine größere Öffnung, sodass ich da mit unserem Wasserfilter vernünftig Wasser eingießen kann. Ich trinke ja gefiltertes Leitungswasser. Und bei diesen Plastikflaschen aus dem Supermarkt, da ist die Öffnung hier oft sehr klein und es ist schwierig, da mit dem Wasserfilter, also wir haben sowas wie einen Brita-Filter, das da reinzugießen. Und dann geht oft die Hälfte daneben und das ist dann irgendwie auch Wasserverschwendung. Und einen Trichter haben wir noch nicht, weil ich hier einfach noch keinen bezahlbaren Plastiktrichter gefunden habe. Metalltrichter meine ich. Plastik eben schon. Und das zweite, was ich gekauft habe, ist ein Hut zum Wandern. Ich habe bisher immer zum Wandern meine Cappy aufgesetzt, aber die schützt nicht meinen Nacken. Und jetzt habe ich mir so einen richtigen Abenteurerhut gekauft. Der hat eine sehr ähnliche Form zu meinem Strohhut, den ich bereits besitze. Der Strohhut ist allerdings nicht knickbar, das heißt für Reisen nicht umsetzbar. Das ist mehr so ein Cityhut. Und der hier ist eben wirklich so ein richtiger Hikerhut. Wir gehen ja sehr gerne wandern und wir planen auch Anfang nächsten Jahres eine größere Backpacking-Reise in den Süden. Und da ist eben so ein Hut unabdingbar. Vor allen Dingen ist der jetzt auch wasserfest, was ihr hier sehen könnt, was super ist zum Wandern. Der ist richtig nice, weil der hat innen so ein Netz und dieser Hut oben drüber, der äußere Stoff, ist so ein Stückchen höher. Das heißt, man hat auch so ein bisschen Belüftung und der hat eben einen schönen großen Schirm rundum, sodass auch der Nacken geschützt ist und der hat eben auch ein Band, falls es windig wird. Also der perfekte Hut fürs Backpacken. Und warum ich natürlich jetzt überhaupt einen Hut gebraucht habe, der ist halt einfach zusammenfaltbar und den kann man dann in den Rucksack stecken. Was eben mit meinem Strohhut nicht der Fall ist und mit einer Cappy auch nur bedingt, weil man ja immer diesen Schirm hat, den man nicht knicken kann. Und der hier ist eben komplett flexibel und ich finde ihn auch echt cute. Also das ist was, das hat mir auf jeden Fall voll gefehlt beim Wandern. Und der wird sowohl bei Sonne als auch bei Regen mein treuer Begleiter werden. Und das waren alle Käufe von heute. Das waren ganz schön viele Gegenstände auf einmal. Aber ich bin so froh, dass wir die Sachen jetzt von unserer To-Do-Liste weg haben. Vor allen Dingen die Sachen von Ikea, denn Ikea ist relativ weit weg von uns und da kommt man nicht so einfach hin. Da müssen wir erst ein Auto mieten und so, dass wir die Sachen transportieren können. Das ist immer ein bisschen größerer Act. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall die Bettdecke und die Kissen und die Bettwäsche erledigt. Der Flur ist jetzt auch vollständig mit der Lampe, die da noch gefehlt hat. Ich habe genug Geschirrtücher, dass ich meine Fenster und Spiegel putzen kann, ohne immer Zebra dafür verwenden zu müssen. Milch aufschäumen habe ich gerade mal ausprobiert, hat super geklappt. Also ich bin mit allem sehr, sehr happy und bin froh, dass wieder ein paar To-Dos von der Liste runter sind. Das ist Wahnsinn, wie lange sich das zieht. Ihr kennt es vielleicht nach einem normalen Umzug, wie lange das dauert, bis man endlich mal irgendwie voll eingerichtet ist. Und wenn man natürlich mit zwei Koffern auswandert, ist es noch viel krasser. Herzlich willkommen zurück. Das waren alle Sachen von Ikea. Das heißt, in diesem Zimmer hier ist eigentlich nur das Orgasystem im Schrank eingezogen. Aber abgesehen von dem Ikea-Kauf sind noch zwei weitere Sachen eingezogen, die hier in meinem Büro ihren Platz gefunden haben. Und die zeige ich euch jetzt. Das erste könnt ihr gerade nicht so gut sehen, weil es gegen das Licht ist. Aber ich habe endlich einen Rollo hier im Zimmer. Das hat mir sehr gefehlt, denn wenn es abends dunkel wird, dann habe ich mich immer so ein bisschen beobachtet gefühlt, wenn ich hier gearbeitet habe oder auch gemalt habe. Das hier ist gleichzeitig unser Gästezimmer, wenn ich euch das mal so zeigen darf. Hier ist die Schlafcouch. Und wer hier schläft, der will natürlich auch sein Zimmer abdunkeln von den Laternen und der möchte sich natürlich auch hier drin umziehen und alles, ohne dass man die ganze Zeit beobachtet wird, wenn man das Licht anhat von den Nachbarn, weil wir haben ja direkt auf der anderen Seite auch ein Haus. Deswegen war dieser Rollo sehr wichtig und jetzt ist er Gott sei Dank endlich da. Just in time, denn in weniger als 3 Wochen bekommen wir das erste Mal Besuch aus Deutschland. Der nächste Gegenstand wohnt hier an meinem Schreibtisch. Und zwar habe ich mir einen Kristall gekauft. Jetzt habe ich gerade vergessen, wie er heißt. Den habe ich am Strand in Algarrobo gekauft. Das ist so ein kleines Küstenörtchen. In diesem Küstenort gibt es verschiedene Verkäufer, die einen Stand aufbauen und handgemachte Sachen verkaufen. Und dort hatte eine Frau aus Brasilien einen Stand, die hat mich sofort mit ihrem Aussehen angezogen. Die hatte verschiedene Zeichnungen im Gesicht und Dreadlocks und da hatte allgemein ein sehr auffälliges Aussehen, aber wunderschöne Frau. Und sie hat eben Kristalle verkauft und ich habe mir am Ende diesen hier ausgesucht. Und irgendwie, ich habe schon länger visualisiert, einen Kristall in dieser Form zu haben, also in dieser, ich weiß nicht, wie man die Form nennt, Pyramide. Ist nicht wirklich eine Pyramide, aber in dieser Spitzenform. Also schon bearbeitet. Und eigentlich wollte ich einen schwarzen Kristall oder ich habe mir einen schwarzen Kristall gewünscht. Und im Dunkeln ist dieser Kristall schwarz, aber wenn das Licht durchscheint, dann ist er
grau, grün und blau. Schwarz, durchsichtig. Schwarz, durchsichtig. Jedenfalls steht er jetzt hier auf meinem Schreibtisch und gibt mir positive Vibes jeden Tag. Eine Sache ist euch vielleicht aufgefallen, diese Pflanze hier, da werde ich aber gleich am Schluss ein bisschen mehr zu erzählen. Ansonsten ist im Wohnzimmer alles gleich geblieben. So, hier bin ich im Schlafzimmer und ich habe euch ja schon in dem IKEA-Teil gezeigt, dass wir noch ein zweites Set Bettdecken, Kissen und Bettwäsche gekauft haben für den Besuch. Und ansonsten sind hier noch zwei Sachen eingezogen, nämlich hier zwei Pflanzen. Wir haben nämlich, oder ich habe eine Bestellung getätigt bei The Garden Chile. Das ist eine Firma, die Kunstpflanzen herstellt. Mir sind ja so gut wie alle Pflanzen hier gestorben und das wird ehrlich gesagt auf Dauer ziemlich teuer. Aber mir fehlt trotzdem das Grün in der Wohnung. Deswegen habe ich mich am Ende für Kunstpflanzen entschieden. In Deutschland ist es ja eigentlich schon eher ein No-Go. Und am Anfang war ich in Chile ziemlich geschockt, als ich gesehen habe, wie andere Leute auch tatsächlich Kunstpflanzen in ihren Wohnungen haben. Inzwischen kann ich verstehen, warum. Ich weiß nicht genau, warum die Zimmerpflanzen hier alle sterben. Es ist vielleicht einfach so ein Temperatur-Klima-Ding, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich es jetzt aufgegeben und bin jetzt chilenisiert, habe mich angepasst an die Gegebenheiten vor Ort und Kunstpflanzen gekauft. Und wir haben diese zwei Süßen hier im Schlafzimmer, das eine im Wohnzimmer und noch eine im Büro. Und ich muss sagen, die sind auch echt süß gemacht. Also die haben dann hier oben sowas drin, was aussieht wie Moos. Und an sich sind die auch ganz süß und die Töpfe sind vor allen Dingen auch schön. Von dem her ist es auch ganz gut, wenn wir reisen, dann brauche ich niemanden, der sich um die Zimmerpflanzen kümmert. Das hier ist die zweite, die sieht auch ziemlich süß aus. Dann diese hier in meinem Büro, die braucht noch irgendeine Art von Übertopf auf jeden Fall, aber die Blätter sehen auf jeden Fall richtig, richtig schön aus. Und das hier ist die größte im Wohnzimmer. Die muss ich noch ein bisschen nach außen biegen, die Blätter, damit die ein bisschen breiter werden. Die sind vom Verpacken her noch alle ziemlich nach oben ausgerichtet. Aber ich weiß noch nicht genau, vielleicht gehen die auch mit der Zeit noch ein bisschen runter. Aber ansonsten finde ich die auch sehr nett da und die hat auch schon ihren Übertopf. Im Kleiderschrank und bei Schuhen gibt es nichts Neues, deswegen geht es direkt weiter ins Badezimmer. Und vielleicht ist dem einen oder anderen von euch ja schon was aufgefallen. Es gibt nämlich wieder ein neues Thema in meinem Leben und das heißt Haare. Denn meine Haare sind jetzt endlich wieder so lang geworden, dass ich was Vernünftiges mit ihnen anstellen kann. Und ich bin so happy, dass sie wieder lang sind und ich will sie auf keinen Fall wieder kürzer haben gerade im Moment. Allerdings sind die Spitzen richtig brutal trocken geworden hier. Ich weiß nicht, ob es durch die Sonne, das Klima, den Pool, die Mischung aus allem ist. Jedenfalls normalerweise würde ich sagen, okay, die Spitzen müssen auf jeden Fall ab. Aber ich möchte das auf jeden Fall noch verhindern, bis sie ein bisschen länger sind, damit ich nicht wieder kürzer gehen muss als die Länge, die sie jetzt gerade haben. Deswegen habe ich etwas gekauft, von dem ich eigentlich dachte, dass ich es nie wieder kaufen werde in meinem Leben. Und das ist ein Haarkur. Ich habe hier in Chile leider nicht so viel Auswahl wie ihr in Deutschland. DM und solche Sachen gibt es nicht. Und am Ende bin ich jetzt bei einem Garnier-Produkt gelandet, das immerhin ohne Silikone, Parabene und Colorantes Artificiales ist. Außerdem ist es vegan und zu 98% biologisch abbaubar. Das war das umwelttechnisch Beste, was ich hier finden konnte. Zumindest mit der Zeit, die ich investiert habe zum Suchen. Und es fühlt sich eigentlich auch ganz gut an. Das lasse ich jetzt einwirken vorm Haarewaschen. Und ich hoffe, dass es meine Haarspitzen rettet und ich damit noch irgendwie so 3, 4, 5, 6 Monate rausholen kann, bevor ich tatsächlich mal die Spitzen schneiden muss. Das ist aber nicht das Einzige zum Thema Haare, denn wie ihr vielleicht schon sehen könnt, habe ich jetzt inzwischen auch wieder Locken. Ich mag es total gerne an mir, wenn ich lange Haare habe, dass die ein bisschen Wellen haben, ein bisschen Struktur. Und deswegen habe ich mir einen Lockenstab gekauft. Ich hatte in Deutschland einen, allerdings mit einem Durchmesser, der zu klein war für meine Haare. Also der hatte einen viel schmaleren Durchmesser. Das sind jetzt 25 mm und das passt auf jeden Fall für meine Haarstruktur viel, viel besser. Ich glaube, was ich vorher hatte, waren 18 oder so oder 16. Deswegen habe ich meinen Lockenstab aus Deutschland dann damals auch verkauft und nicht mit nach Chile genommen, weil ich genau wusste, dass mir der eigentlich nicht gefällt. Und ich habe ein Glätteisen, aber mit dem kriege ich leider keine Locken hin, auch nicht mit Übung, weil das ein Glätteisen ist mit so einem breiten Paddel und auch nicht mit einer Rundung hinten, sondern das ist so eckig und flach. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber in meinem Kopf ist Locken machen mit dem Glätteisen, wenn man es durchzieht, irgendwie schädlicher, als es einfach nur mit dem Lockenstab sozusagen draufzulegen. Kann auch sein, dass ich mir das einbilde. Jedenfalls ist es der erste Versuch gewesen und es ist jetzt Tag 3.
der Haare. Also dafür immer noch ganz gut. Heute ist Haarwaschtag und das war das Thema Haare. Das waren alle Gegenstände, die eingezogen sind. Nochmal, wenn ihr sehen möchtet, was ich diesen Monat aussortiert habe, dann verlinke ich euch das Video oben unten in der Infobox und auch in der Endcard, dann könnt ihr euch das anschauen. Es sind 7 Sachen ausgezogen. Eingezogen sind 28, heißt unterm Strich sind 21 Sachen im November bei mir eingezogen. Ich finde, dafür, dass wir neu eingezogen sind, hält sich das in Grenzen. Es waren noch alles sehr durchdachte Käufe und keine Spontankäufe dabei. Und wir haben auch tatsächlich alles, was wir gekauft haben, vor allen Dingen auch bei IKEA, vollkommen in Benutzung. Wir sind echt gerade noch in der Position, wo alles, was wir neu kaufen, instant ständig benutzt wird, weil wir so wenig Sachen haben. Und das macht einen ehrlich gesagt auch zufrieden mit seinen Käufen, wenn man weiß, dass es wirklich durchdacht war. Aber ich denke, für die meisten von euch geht es wahrscheinlich eher ums Aussortieren. Deswegen hier dieses Tool für euch an die Hand, damit ihr motiviert bleibt und so ein bisschen folgen könnt. Wir würden uns natürlich, wie gesagt, freuen, wenn ihr auch bei den anderen Mädels vorbeischaut. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Hier ist noch das andere Video von mir und bis bald.